Hast du? Oh, ich Gott sei Dank nicht. Ich hoffe, es geht auf dich. Ich meine natürlich, ich hoffe. Oh, da ist die Ja. Schlüssel. Ich habe jetzt noch eine Sicherung und die dritte Statue. Ja, wir müssen zurückgehen. Ich habe den Schlüssel für den Kontrollraum. Ja, soll, warte mal, wo geht's? Soll ich erstmal hier aufmachen? Ja, mach mal. Ich halte Abstand. Ich habe Geräusche gehört. Auf. Wir Wo geht's jetzt sind dahin? U-Bahn. Gar keine Da war Idee. ein Viech, Nein. oder? Ja, U-Bahn sind. Das ist uns unbekannt, der zweite Teil. Ich hasse die U-Bahn. Warum müssen wir da hin? Warum? Ach ne, von da kommen wir ja. Okay, ich wollte gerade sagen. Ja, wir müssen zum Kontrollraum. Ich denke, da machen wir das mit dem Wasser. Und wir haben ja Es, schon. ja. Geh in die Kiste, ich hau ab. Du bist schon in der Kiste, oder? Nein! Also, ich weiß nicht, wie du Du darauf bist so kommst. ein Arsch, ne? Ich bin der beste Was ist denn passiert Unterstützer. mit Ladies First, weißt du? Was soll das denn? Nicht Ladies First sterben, sondern in Sicherheit, du Arsch. Ich bin dein bester Schütze, ich weiß nicht, was du hast. Ich habe sehr viel Hab und Gut bei mir. Ich habe drei Statuen und drei Sicherungen. Ich hätte die Computerplantine, ja? Das ist auch wichtig. Ach, Nicht diese schon wieder. Technik. Warum bin ich denn hierher gekommen? Ich dachte, der wäre schon weg. Vielleicht rannte die Leiter hoch, da kann ich schon mal runter. Ne, warte, du hast den Glaubst du Schlüssel das nicht. wirklich? Ich höre Schritte und ich werde jetzt sterben. Oh, er hat vor meiner Tür aufgehört. Der macht nur Geräusche. Oh, er macht die Tür auf. Ich bin Okay. hinter der Tür. Er hat sie wieder Den zugemacht. Die Tür. renn ich runter. Nein, Lennart. Warum lässt du? Oh, ist okay. Nevermind. Jetzt krabbel ich wieder hinterher. Ist auch in Ordnung. Das, Weißt du, der kommst du Typ. noch gar nicht? Nee, warte, ich bin ja gar nicht tot. Scheiße, ich dachte gerade, ich wäre tot, weil ich hocke. Ah, na. Ja, Mann, Warte, weißt kannst. du, er Ja. stoppt vor meiner Tür, knurrt mich an, schlägt die Tür in mein Gesicht und dann macht sie wieder zu. Ich habe irgendwie im Inneren gehabt, dass ich schon tot bin. Das ist furchtbar, das macht mich Kannst. fertig. Hast du einen Schlüssel für die Höhle oder einen anderen? Für den Kontrollraum, der ist in dem Wasser. Lennart? Ja. Ich höre das Monster, der Boss, wo ist der? Der Boss Weiß ist ich bei nicht, mir! geh in die Kiste. Was passiert hier? Ich bin Ich gerade. weiß. Ich habe gerade den besten Move gemacht. Der Boss kam. Der andere Typ steht vor der Kiste unten. Ich spring runter die ganze Leiter und stamm direkt in die Kiste rein. Das ist ein guter Trick. Ich bin auch in der Kiste. Oh mein Gott, der Boss ist gerade bei mir. Oh mein Gott. Ja, er ist gerade an meine Kiste Wir hätten vorbeigezogen. die Tür nicht aufmachen dürfen. Der kam durch die Tür, die du aufgemacht hast. Die U-Bahn ist es nicht. Sollten Ich wir hasse die meiden. U-Bahn. Siehst du den anderen komischen Typen? Nein. Ich weiß nicht, ob ich raus darf jetzt. Ich will mich doch mal bewegen können, Mann. Was war das für ein Der Move? Boss ist gerade im Wasserkraftwerk gegangen. Oh nein, da müssen wir hin. Da ist der Kontrollraum. Ja, aber ich traue mich gerade noch nicht aus von der Kiste. Mach auch lieber nicht. Der andere Typ kommt auch gerade wieder. Ich gehe gerade langsam in die andere Richtung, weißt du, da wo wir noch nicht waren. Welche andere? Da, wo die Luke auf ist, oder was? Ach, da warst du, ne? Ja, die habe ich aufgemacht. Da Stimmt. war ich. Oh, das heißt aber, der Boss kann durch die Luke kommen. Wir machen dem Boss, Ja. glaube ich, alles auf. Du hast einen Schatz vergessen. Haha, meins. Verdammt. Jetzt habe ich schon 25. Wow. Aber wenn du da dich weiter umsiehst, man kannst ja. Dann siehst du ja die zwei Kisten und bei diesem Gang, wo wir waren, da ist auch noch mal eine verschlossene Gittertür. Oh, jetzt sehe Okay. ich den Typen bei mir. Ja, ich komme aber lieber erstmal zu dir, weil ich. Das bringt nichts umzusehen. Ich habe ja Sachen für die Ecke, wo wir hier hin müssen, nicht die andere Seite. Ich glaube, er geht gerade in deinen Todesgang. Tatsächlich, das ist echt seine Route und ich setze mich da rein, um mich zu verstecken. War eine gute Idee, ne? Glaubst du, ich mache Lärm, wenn ich ins Wasser gehe? Bestimmt nicht. So, wir müssen in den Kontrollraum. Ich komme mit. Check Der ist die. genau. Oh mein Gott. Es, hier ist ein Moloch. Ein Moloch Ich. nennst du sie? Ja, ich renn mal mit ihm weg. Ist ein Moloch. Er hat. Jagt mich nicht mehr. Das ist gut, er rennt nicht so weit in die Kanalisation. Der Kreis ist richtig praktisch. Er ist noch da. Pass auf, er steht da. Der Kreis ist Naja. praktisch, das stimmt. Ich kann ja einmal im Kreis hier laufen und dann kann ich noch mal im Kreis laufen. Ich habe also zwei Wege quasi. Ne, ich gehe auch mal Ich den anderen bin. Weg rüber zu dir. Das Gute ist, du kannst durchkommen, du kannst zu mir kommen. Und ich laufe den anderen Weg, um die Tür aufzumachen, weil er ist gerade auf meiner Seite, wo wir rauskamen. Naja, ich. Sehen. Ich bin ins Wasser gegangen fast. Oh, er kommt wieder zurück, der Penner. Wenn ich ins Wasser gehe, Oh. was passiert denn da? Mann, so ein. Was bist du? Man kann sich unter der Brücke verstecken, Lennart, von dem Wasserteil.
So ganz oder was? Ja, ich war da unter. Du kannst auch wieder hoch. So, ich gehe jetzt ganz nah an ihn ran. Und werde die Tür aufmachen. Ja, ich bin in einer Kiste wieder. Tür ist offen. Hier sind auch die Sicherungen, die man einfügen kann. Glaube ich. Sicherung benötigt. Ja, hier tut man die rein. Ich habe zwei reingesetzt. Da ist noch eine Statue. Oh mein Gott, das war aber nicht das Viech, oder? Das war doch der Monster. Das Monster. Und hier können wir nicht betätigen. Uns fehlt eine Sicherung. Uns fehlt nur eine. Och, die ist bestimmt eine U-Bahn. Das dachte ich mir auch. Ach man, Kacke. Können wir hier rein? Da können wir schon einen Hebel umlegen. Ja, da ist so ein Ding. Hat irgendwas jetzt gemacht? Ich glaube. Ach. Fuck, der Boss. Lennart, du kannst hier hoch. Nee, du kannst hier nicht hoch, ich häng fest. Fuck, der war hier. Der war vor meinem Schrank. Lebst du noch? Ja, aber ich komme hier nicht hoch und ich komme auch nicht da weg. Aber eigentlich kann man da hoch, weil da eine Tür ist, der wieder in unserem Kreis führt, in unserem Zweierkreis. Da ist ja auch eine Leiter, aber auch wenn ich da hochspringe, meine hängt da nur in der Luft fest, aber geht nicht hoch. Der Boss hat die Tür wieder zugemacht, wie nett von ihm. Oh, das ist wirklich freundlich. Ich kann hier nicht hoch. Musst du da hoch? Also dieser Knopf, ich glaube, den kann man erst drücken, wenn man alle Sicherungen hat. Aber ich glaube, ich habe doch irgendwas gedrückt. Na, kommst du hier hoch, die Leiter? Ach, man steht auf dem Brett, das ist das. Du kommst da gar nicht hoch. Hä? Aber wozu ist sie denn da? Aber Leiter müssten ja eigentlich gehen. Ja, aber... Scheiß Leiter, ey. Dafür ist bestimmt der Knopf, dass ein Leiterstück runterfährt oder so. Nee, sicher nicht. Auf jeden Fall erstmal... Ich sehe nichts. Das ist die Tür. Und ist sicher? Okay, lass es mal hier rechts weg. Ja. Warte, was ist das für ein... Ist noch ein Raum, oh lol. Da warst du doch gar nicht, ich dachte, da kommst du die ganze Zeit her. Nee. Egal. Ja, komm jetzt... Was war denn da im Raum? Irgendwas Cooles? Nee, da war eine Kiste zum Verstecken. Ah. Okay. Hier sind wir beim Kreis. Ach guck mal, hier ist auch so ein Ding zum Aufmachen, oder? So eine Tür. Ne, den nicht. Da, wo die Lampen sind. Der hier kann man aufmachen. Ach den hier. So. Denn hier ist doch eine Kiste in der Mitte. Offensichtliche Kiste, als ob man da nicht reingucken würde, ob sich da jemand versteckt. Ja, hier ist auch noch eine Kiste in der Ecke. Also, ja. So zwei Kisten. Dann sind wir wieder hier. Ach, perfekt. Hier ging also der Gang hin. Mit der Sicherung müssen wir auch noch die Tür aufmachen. Ne, warte mal, die ist offen. Ist das der Knopf gewesen, Lennart? Das ist der Knopf. Guck mal, hier unter sind wir. Hier kann man runter. Das ist praktisch, falls das Viech angreift. Ich verstehe nicht. Wir müssen in die U-Bahn, wir haben keine Wahl. Ja, uns fehlen Sachen halt, ne? Uns fehlt halt eine Sicherung und dann können wir das schon machen. Ja. Eine Sicherung, ne? Das ist doch... Die veräppeln uns hier. Von wo? Bei dir meine Tür gemacht. Ach, von hier. Ja, ich hab aufgemacht. Ach du, boah, schreib mir doch nicht. Boah, er ist gerade vor der Kiste, ne? Er kommt her. Tschüss. Ist hier zugemacht. Glaubst du, er kommt hier auch her? Glaube ich nicht. Oh, ist das. Was ist das ätzend? Wir müssen jetzt den ekligsten Teil absuchen. Aber denn, wenn wir eine Sicherung finden, können wir direkt zurückgehen. Denn wir müssen nicht den Rest suchen. Der Rest ist wahrscheinlich für die ganzen Hacker. Ja, für die Höhle, ne? Ganz unten. Stimmt, die Höhle. Wir müssen halt... Ich meine, die Statuen sind bestimmt für die Höhle ganz unten, ja. Wo der Schlüssel fehlt. Das ist bestimmt auch cooler, das zu machen, aber ganz ehrlich, mir reicht eine Sache erstmal. Wenn wir eine Sache haben, dann ist gut. Dann kann man immer noch die zweite irgendwo. Ja. Dann haben wir wenigstens einen Abschluss. Wir sind nämlich echt gut dabei gerade. Der Anfang war furchtbar. Schwierig, okay. War echt nicht unseres. Hier ist eine Kiste. Hier machen wir das dann. Durch die U. Er kommt. Geh in die Kiste. Ich renne ja, mal ich einfach weiter. Er ist zu dir, oder? Nee, er ist zu mir. Oh nee, er geht zu dir, glaube ich. Ich habe die vierte Statue. Nice. Wir haben auch fast alle Statuen. Wow. Jawohl. Ich habe einen Schatz gefunden. Geil.
Oh, ich hab eine neue Kiste. Cool. Er jagt mich nicht mehr. Na, er rastet gerade so ein bisschen aus, ohne zu jagen. Zumindest hat er geatmet so komisch. Puh, ich wag es mal raus. Oder? Ne, ich wag's nicht raus, ich höre ihn. Aber du tust. Nee, bleib drin. Ich erkunde währenddessen weiter. Ich wollte sagen, bewegst du dich, weil er macht komische Geräusche. Ich glaube, er hat eine Ahnung, dass du da bist. Komischer Typ. Auf jeden Fall habe ich jetzt so eine Stadt. Oh, ich höre ihn. Ich habe eine Tür aufge. Wo führt das hin? Scheiße. Ich habe hier zwei. Ich habe drei Wege. Okay. Ah, ich bin. Ah, ich weiß, wo ich bin. Das ist die eine Tür, die wir aufgebrochen haben. Da geht's weiter mit der U-Bahn. Und dann habe ich hier noch eine Tür. Ich bin jetzt auch raus übrigens, ne? So, ja. Ich habe hier gerade kein Safe Play. Ah nee, das ist die. Das ist der erste Waggon. Ich habe noch einen Router angemacht. Fuck, ich wurde gefunden. Ich bin gerade auch nicht so sicher. Nein, ich bin in der Sackgasse. Aber ich werde nicht gejagt. Und wenn rein bin ich tot. Aber ich habe noch eine Sicherung gefunden, eine Computerplatine. Ich kann was für dich werfen, ich weiß nicht, wie nah ich bin. Du sollst ablenken. Ich bin. Oh, ich sehe ihn. Er ist. Hat mich gesehen. Perfekt, ich muss rennen. Ich werf was? Hör auf, Gott, dich zu jagen. Echt? Oh, tatsächlich. Ja, er macht dieses Wah-Geräusch. Geh ich jetzt? Also wenn der Typ ist ja eh da, da wo du bist, da kann ich ja nicht weiter. Das heißt, ich muss hier lang. Das Ding ist, der Boss kann jederzeit wieder angreifen, ne? Lass uns nicht über den Boss reden, sonst kommt er noch. Scheiß Ding, ne? Ich bin wieder bei einer Kiste. Die Station gerade ab. Beim Ende der U-Bahn suche alles an. Ich glaube, der Boss ist verändert. Ich habe ein. Oh. Oder? Ich weiß es nicht. Der hat gerade ein komisches Geräusch gemacht, aber es hat aufgehört. Ich bin beim Labording, das verschlossen ist, und ich habe noch eine Kiste. Oh mein Gott. Geh in die Kiste bloß. Alter, ich bin. Das war sehr knapp. Da steht extra das Viech. Nicht der Boss, aber ein normales Viech. Ich bin so froh, dass sie so dumm sind, ne? Weil sonst würden die Kisten gucken. Ich habe auf jeden Fall das Labor gefunden. Und vor dem verschlossenen Laborraum war der Höhlenschlüssel. Den habe ich jetzt. Oh Gott. Oh, am Ende müssen wir die Höhle. Oh, ich habe den Boss. Ja, ich bleib einfach da drin, weil der Typ patrouilliert noch vor mir im Dunkeln, der eine. Ich glaube, ich werde sterben, Lennart. Ich sitze gerade nur in einer Ecke. Ich bin tot. Wow, nicht mal vom Boss, da war irgendein Viech, was mich gesehen hat anscheinend. Ich glaube, das war meiner, der eine Dunkelheit war. Ich komme mal zu dir, ja. Du in der Kiste oder so. Der Boss ist auf jeden Fall hinten bei mir in dem Raum neben mir. Ach, der ist schön. Ja zweimal jetzt hat er versucht, da zu spawnen und ich bin beim ersten Mal weg und beim zweiten Mal bin ich gestorben. Das Viech ist einfach immer noch. Der ist genau unter dir. Ich glaube, er geht aber gerade zurück, so wie es aussieht. Ne, er hat sich wieder umgedreht. Er hat sich schon wieder umgedreht, Lennart. Warte mal, lass mich. Weißt du, was wir machen können? Ja. Ich sehe doch Items, oder? Auch wenn ich liege? Aber hier habe ich gerade geguckt. Warte. Nee. Hast du nirgendwo was gefunden? Ich glaube, ich kann jetzt. Glaubst du, das ist in der Höhle? Bleib liegen. Okay, möglich. Also auf jeden Fall ist hier vom Waggon rechts, also da bei der Tür ist eine Kiste und hier ist direkt eine Kiste. Für den Fall. Das ist wahrscheinlich für das Labor. Das Zettel war für, okay. Das Zettel lese ich jetzt nicht, das war irgendwas mit dem Hacking-Kram. Das ist hier, okay. Ich verstehe. Hier ist auch eine Kiste, Gott sei Dank. Hab ich nicht gesehen. Er hat mich gesehen. Okay. Aber hier hinten ist nichts mehr. Ich hab zur U-Bahn-Dings geworfen, hoffentlich geht er dahin. Ja, hier ist nichts mehr noch. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich echt in die Höhle und da kriegen wir die Sicherung her. Ja, ich stehe jetzt am Eingang. Ich komme. Also ich warte mal hier auf dich. Geh langsamer. Zum Glück habe ich das Brett aufgebaut. Weißt du, wenn wir
sind wir ziemlich tot. Ja. Aber hätten wir jetzt das mit der Schwierigkeitsstufe hoch gehabt, ne? Dann wären wir richtig tot. Dann würde der Boss viel öfters kommen. Ich schmeiß das mal wieder weg, freu mich. Ja, warte, hier ist, denk dran, hier ist doch der eine Typ irgendwo. Wenn er rechts ist, können wir nach links laufen. Das stimmt. Wir haben ja eine Kiste. Aber wir müssen... Gehst du da runter? Ja. Ja, wir müssen ja nach rechts gleich, ne? Da ist ja die der Eingang. Pass auf, dass er nicht da drin ist, ne? Hörst du das? Ich höre Dinge. Oh mein Gott, das hier! Kiste, geh die Kiste. Oh. Ja, einfach da, wo er jetzt einfach wieder umdreht. Geht er wieder weg oder kommt er hierher? Nee, nee, er geht nicht zu dir. Okay, geh schon mal vor. Okay, ich bin unten. Ich kann noch nicht weg, der ist noch hier. Ja. Hoffentlich kommt er nicht hierher. Ja, er geht gerade an meiner Kiste vorbei, steht vor meiner Kiste mit Abstand. Der Typ weiß doch, dass du da bist, der will nur so tun, als ob er es nicht weiß. Oh Gott, ich glaube... Er steht gerade zwischen hochgehen und in deine Sackgasse nee, wieder gehen. Hoch. Bitte komm nicht schon wieder her. Der Boss geht zu dir. Der Boss geht zu Boss? Dir. Boss? Ja. Du meinst du dich. Hast du den Boss mal gesehen? Von nahen? Also nicht von nahen, aber er ist gerade an meiner Kiste vorbei. Oh mein Gott, er ist gerade nah an meiner Kiste vorbeigelaufen. Lass nicht sterben, Lennart, du darfst einfach nicht sterben. Komm einfach so zu mir gekrochen. Als dieses wird der Typ ja so oder so hochgehen, haben wir Zeit. Bist du sicher? Du musst doch eh zu mir kommen. Hier ist doch der Höhleneingang. Ja, warte, er geht gerade hoch. Yes. Ja, wenn er Abstand hat, dann kannst du zu mir kommen. Lena! Die Runde bist wirklich du, die ganze Zeit, wie du mir hilfst. Ich sterbe nonstop. Ja, du stirbst für die Sache. Ich sterbe für die Sache. Ich mach mal Tür zu. Okay, oh mein Gott, Alter, sie diesen Altar. Das ist aber wirklich geil, also die Map gefällt mir bisher am besten. Die ist zwar ätzend mit der U-Bahn, aber... Oh, ich habe ein Computer-Ding. Wir brauchen, warte mal, wir brauchen 3 Softwareplatten, ne? Ich habe nur 2. Aber wir machen ja Router, nevermind, wir machen erst andere. Rate mal, was für einen Schlüssel ich hier gefunden habe gerade. Ach, nur was für ein Schlüssel. Der Laborschlüssel, richtig. Diese Kiste, das ist gut. Gut zu wissen. Was genau ist das hier? Das sieht so cool aus. Hier kann man auch, wir können auch die Statuen hier schon aufstellen, aber wir müssen die richtig ordnen, ne? Oh. Ich höre komische Geräusche. Wieso kann ich die nicht mehr aufstellen? Hab ich keine mehr? Ich glaube, der Boss ist das da. Ich will es gerade nicht vorlesen. Ich glaube, du liest vor. Ich warte sicherheitshalber, falls was passiert an der Kiste. Ja, ich weiß schon, okay. Forscher des Labors A. Oswald Brown. Das Prinzip des Kalenders wurde untersucht. Der Kalender ist ein mechanischer Computer, der je nach Kombination von Figuren und Daten verschiedene Aktionen ausführt. Wir haben entdeckt, dass das Ziel des Kalenders darin besteht, den Sarkophag zu öffnen. Das berechnete Datum stellte sich als der nächste Tag der Tag- und Nachtgleiche heraus, mein Gott. Die archäologische Abteilung kam zu dem Schluss, dass der Tag des Gerichts an diesem Datum stattfinden sollte. Nach dem Glauben der alten Menschen, die diese Maschinen geschaffen haben. Der Sarkophag selbst dient als Gefängnis für ein Fabelwesen, oh Gott, Lennart, das alles auf dem Planeten erwecken und zerstören wird, wodurch die Wiedergeburt des Planeten vollzogen und ein neuer Zyklus beginnen wird. Klingt gar nicht mal so schlimm, oder? Nö. Wenn alles stirbt, ist okay, aber die Frage ist, wenn wir dieses Ritual machen, stirbt denn die ganze Welt? Eine außerordentlich gute Frage. Ich pack jetzt mal aus Prinzip, aus Jux und Laral, alle Statuen mal hin. Ach, du hattest den ganzen Rest, hier nur eine. Ja, ich hatte alle anderen. Und ja, nu, es steht ja, wir sollen's ordnen. Oh, ein Schatz. Jawohl, 20 Dollar. Installieren Sie die Router, 2 von 5, installieren die Softwareplatten. Ich habe 2 von 3. Ganz rein theoretisch. Kann ich die hier... Ne, warte mal, ich habe gar keine Festplatten. Was habe ich denn? Ah ne, die Festplatte. Wir brauchen eine, die haben wir nicht. Ne, Moment. Oder hast du die mal aufgesammelt? Ich habe eine Software. Du hast eine Softwareplatte. Computerplatine, so rum. Computerplatine. Ja, ich denke mal, das sind die Softwareplatten. Und eine Festplatte ist separat. Weil das Einzige, was fehlt, um das zu machen.
Und halt den Router, den einen. Ne, drei. Okay, da wir hier nicht weit. Ach, da wir hier nicht. Was? Ich bin in der Kiste. Alles gut, ich glaube, ich weiß nicht, was das war, aber es hat aufgehört. Das Ding ist, wir müssen jetzt zum Labor wieder zurück, nach oben. Weil wir haben ja auch nichts gefunden mehr. Tja, dann ab nach oben, ne? Ich denke mal, ich gehe vor, weil ich das Viech höre. Wenn ich sterbe, weißt du Bescheid. Okay. Der ist da, der geht gerade da, wo deine Kiste ist. Wir können. Warte, ich warte mal kurz, der steht gerade. Okay. Aber immerhin haben wir schon mal die Statuen hier unten alle versammelt. Ja, immerhin. Alles da! Oh mein Gott! Der Boss war gerade hinter mir. Ach du Scheiße. Er ist weg, wir können gehen. Der Boss war einfach hinter dich, ich habe ihn gar nicht gehört. Er war für 3 Sekunden hinter mir, ich hatte Todesangst. Und wir gehen hier hoch lieber, der ist die andere Seite gerade gegangen. Ja, wir müssen auch hier hoch, für das Labor. Stimmt, das Labor ist ja ein Waggon links. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht gesehen, oder ist das dieses, wo die Hacker kamen, der Computer drin war? Was war's? Das war das, wo ich dich einmal wiederbelebt habe beim Waggon. Also da der. Also der Waggon hier. Achso. Warum sprinten wir eigentlich? Das glaube ich gar nicht gut. Weil Angst. Oh Gott, was ist das denn? Also das hier, ne? Ja. Ja. So. Ein Schatz! Jawohl. Ach, auch ein Schatz. 30. Okay. Und die alte Zigarette. 30 Dollar. Ha, ich habe 35. Ha! Der E-Zug benutzen. Kann ich hier irgendwas machen? Warum steht da eh zum Benutzen? Was genau? Wahrscheinlich die Platinen, ne? Ja, aber das geht ja gar nicht. Aber wir haben noch nicht alle und. Warum ist hier nichts? Oh, da ist was draußen. Was eine Viech, das links patrouilliert. Aber hier ist ja wirklich nichts. Das ist doch unser einziges, das Einzige, was wir noch haben. Das heißt, wir haben irgendwo eine Sicherung übersehen, Lennart. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir die U-Bahn nicht ganz gecheckt haben, also den mittleren und Anfangsteil. Ich denke auch. Also Anfang vielleicht doch nicht, aber ich denke hier so die Mitte haben wir nicht. Also hier, wo wir gerade sind, ist alles Bist du sicher, dass du alles, jede Ecke? Ja. Bei anderen kann ich gerade nicht. Wo ist der Typ hin? Da ist doch noch, in der Mitte war doch noch dieser Raum hier rechts gleich. Warst du da schon drin? Lass uns mal rausfinden. Was ist unser Freund? Der patrouilliert ja eigentlich. Ich weiß es nicht. Wer ist hier so, den. Da ist der Router. Den Waggon. Das ist gut. Den Waggon hatte ich. Hier ist der Typ. Okay. Seite. Wir können auch, wenn wir die Router und so schaffen, dann können wir auch das. Wir sind ziemlich nah an beiden Optionen. Ja, ich check gerade die. Waggons. Ja, hier war ich eigentlich eben auch ziemlich gründlich. Aber ich hatte halt auch Angst, ne? Also. Gott. Wann bin ich hier eigentlich gewesen? Waren wir überall im Büro? Ja, ne? Wo sind wir? Hier ist der Anfang. Ach, der Anfang. Ja, ich hab's aufgemacht. Der war doch das Brett dran. Ah, da ist unser einer Freund. Aber gerade geht's, ne? Das ist komisch. Gleich kommt bestimmt der Boss. Das kann doch nicht wahr sein, dass gerade normal ist. Ja, wir sind hier unsicher in der Mitte. Ohne. Zur Not habe ich was zum Werfen. Oder ich opfer mich sonst. Guck mal, ja, hier war ich noch gar nicht. Echt, diese Ecke. Ja. Sieht mir auch. Ich geh mal hier lang. Aus. So, durch den Waggon bin ich. Oh, da ist der zweite. Da ist die Kiste. Also, der zweite steht in der Mitte. Ich habe ihn gerade gesehen. Da liegt bestimmt was, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde mittig sagen, weil hier habe ich nämlich die eine Statue in der Ecke gefunden. Oh Gott. Der hat mich gesehen, oder? Ja. Er hat aufgehört. Jetzt nicht mehr. Aber er hat wieder aufgehört. Er kann sich nicht entscheiden. Wenn der gerade beschäftigt ist und du eine. Ich stehe da nicht. Er steht da einfach und geht. Ja.
gerade sagen, ich hätte sonst mich umgucken können, weil du gerade eh safe bist. Ja. Und, ja. Pass auf, das ist hinter dir, Mann. Renn in den Generatorraum, da war eine Kiste. Ich weiß, aber ich will mich gerade in der Mitte, wo er patrouilliert, umgucken, ob da eine Sicherung ist. Ich glaube, wir haben sowieso viel übersehen. Ich meine, uns fehlt noch Festplatte, uns fehlt noch eine Softwareplatine, uns fehlt noch Sicherung und die Router. Wir haben ja noch zwei Router, die wir nicht haben. Irgendwas haben wir nicht genau darauf geachtet. Ja. Oh, der ist gerade bei mir. Ich bin jetzt wieder beim Generator. Dings. Also der Typ ist auf meiner Seite. Oh fuck, oh fuck, nein, oh nein. Ich, oh mein Gott. Oh mein Dings. Oh mein Dings. Ja, dann sei ja vorsichtig, wo du läufst. Ich bin in der Kiste. Ich bin in der Kiste. Ich bin Generatraumkiste. Perfekt. Und der Typ ist auch, wie bist du zur Kiste gerannt. Oh. Ich gehe jetzt hier weiter auf der Seite. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Irgendwo in der Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass in der Mitte auf jeden Fall noch was ist. Weil da war auch ein Brief, den wir noch nicht gelesen haben. Aber ich konnte da nicht hingehen. Geh bitte weg. Ich mag dich nicht. Da ist er gerade. Der hat sich auch nicht ablenken lassen von meiner komischen Tasse, die ich geworfen habe. Oh doch, 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 er geht in die Mitte, der Typ wieder. So halbwegs. Meiner ist weg. Ich muss auch noch mal im Generatorraum. Also in der Ecke hier ist nichts, Lennart. Ah, oh, verdammt. Wird wieder nach. Ist hier aber ein Router? Auch nicht. Weil die Karaffen werfen bringt wirklich was. Die gehen da dann immer hin. Leicht. Hier ist nur der Brief. Ist hier auch was anderes? Boah, ist das nervig. Wo sind die Sachen? Das ist eine ziemlich gute Frage. Wie, haben wir irgendeine Tür nicht gemacht? Oh, nein, ich bin down. Oh mein Gott, der Boss. Oh mein Gott, der Boss hat mich. Ach du Heilige. Ich bin in der Kiste. Krabbel zu mir. Ich bin auf dem Weg. Oh, ich hab grad einen... Ich wollte gerade die Office-Räume anfangen, erneut zu durchsuchen. Ich habe den ersten gerade beendet, als mich der Boss gekriegt hat. Ah, ärgerlich. Also irgendwo müssen wir das vergessen haben. Wir haben auch die Router nicht gemacht. Uns fehlen noch zwei Router. Was? Mein Gott, lol. Was hast du getan? Das geht auch mit Krabbeln an, da das Wusch. Das Wusch einfach ging auf... mit den Krabbeln. Ja, auf normalen Treppen. Ich hab mich gerade so erschrocken davor. Ach, du bist im Generatorraum. Ja, hier im Generatorraum. Ich bin weitergegangen und ich hatte auch das Monstergeräusch gehört. Ich dachte, der Boss kommt zu mir. Das Wusch ist super. So, also was fehlt uns denn? Eine einzige Sicherung für den zweiten Weg. Dann zwei Router. Ja. Und du hast ja eine Platte, ne? Ich habe auch eine Platte. Zwei Platten. Das heißt, uns fehlt nur noch eine Festplatte dann. Und das Passwort. Ich weiß nicht, ob wir das Passwort haben. Ich glaube, das haben wir nicht. Ich wüsste doch nicht, wo. Ich glaube, dafür müssen wir lesen vielleicht. Dann müsste ich vielleicht doch mal den Zettel lesen, der in der Mitte war. Lesen. Dann war sie da. Okay, da komme ich raus. Hier müsste es ja da safe sein. Hier kommt ja keiner hin. Dass du so hardcore atmest, wenn ich dir helfe. Das ist so verstörend. Ich denke jedes Mal, das Monster kommt. Du atmest einfach gar nicht. Nicht, wenn du mich hochhebst. Ich höre bei dir immer, das kommt immer sofort. Nee. Das ist voll verstörend. Ich sprinte jetzt, sehe ich nicht ein. Und guck nach oben wegen Routern, ne? Das ist wichtig. Nach oben? Sind die an der Decke oder was? Ja, die sind so, so wie die Lampe da oben, weißt du? So ungefähr die Höhe. Vielleicht ein bisschen niedriger. Ah. Da ist irgendwo ein Viech. Wir haben auch ein paar... Das müsste das, was im Treppenhaus eigentlich ist, wieder sein. Beim Müll irgendwas? Nee. Sag mal, wir haben wieder irgendwas übersehen. Die Map ist so groß, ne? Die anderen waren gar nicht so riesig. Na, die waren schon riesig, aber halt. Ja, aber übersichtlich. Anderem Level. Da war hier keine. Da war nichts. Bin ich unten.
Der komische Mann hier auf der anderen Seite. Kann ich schon einen Hebel um? Na. Nein, es geht da dann nicht. Oh, hier ist ein Ventil, was ich aufmachen kann. Nochmal. Ventil. Ah, das ist nur so ein Weg wahrscheinlich. Ich geh da mal rein. Ja, das ist der Weg zum Gang. Man hätte von hier aus also auch, man hat hier oben auch so einen Kreis, wo man rausgehen kann. Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin im Schrank. Ich geh auch rein. Wieder sofort aufhört, denn wenn du weg bist. Das ist ein ganz besonderer. Der ist auch ganz. Das ist Bernhard. Oh Gott, der ist bei dir. Bei der Kiste, der Typ. Bernhard? Ja. Gute Bernie. Ich geh doch weg. Einer mag dich. Glaubst du, man kann oben, da ist so ein umgekippter Waggon über dem Wasser. Ja, den habe ich gesehen. Glaubst du, man kann da rein? Ich weiß es nicht. Ich konnte mich so mittig beim Wasserding noch nicht so gut umgucken wie neben Hugo, oder? Vielleicht, man kann ja ins Wasser gehen, ne? Vielleicht hätte ich da weiter gucken sollen. Vielleicht ist da ja. Ich schmeiß mal hinten hin, dann rennt er vielleicht hin. Oder wo ist der gerade? Ich glaube unter mir. Oh ja, ja, er ist unter dir. Ich hab gerade eine Karaffe rübergeworfen, aber der kam, der ist da nicht hingegangen. Ich würde mich gerne im Wasser gucken. Vielleicht liegt da was, was man sehen hätte können. Und ich hab's nicht geguckt, weil ich dachte, wer ist was ist schon im Wasser, weißt du? Ja. Er geht gerade rüber mit den Ratten zusammen. Sehen. Dann kann man auch runter. Dann geht. Komm mal dir mit. Nee, ich. Ich, gehen wir jetzt hier an dieser. Aber ich sehe hier nichts. Was ist denn hier für eine kleine Abstörung? Ich glaube, im Wasser. Ich hab, warte, fuck, ich hab's. Ne, es war der Gang. Fuck, ich hab den Boss atmen gehört, ganz kurz. Ah, Gott, dieser Boss, ne, der ist gruselig. Der kommt einfach nicht, ja. Das ist von Jumpscare-Boss. Die anderen kamen viel häufiger. Ich weiß nicht. Wo ist er denn hingegangen? Ah, warte, hier, wir müssen den Strom ausschalten. Guck mal, dann können wir in den Raum, da ist ja bestimmt was drin. Wo geht da das Kabel hin? Oh, warte, ich sag dir, wie das ausgeht. Es läuft immer noch. Kann ich krabbeln hier rüber? Nee. Hä? Bestimmt eine bestimmte Reihenfolge, oder? Sind von Anfang an eigentlich alle aus. Nee, das geht ja nicht. Ah, oh, ich hab. Ah! Okay, ich weiß. Ah, da! Der ist an. Der ist aus. Der ist an. Der ist aus und die beiden sind an. Ah, ja, es geht. Perfekt. Jackpot. Hier ist noch ein Schrank direkt hinter uns. Ja, hier ist die Sicherung. Nice. Und ein Stock? Nee. Das ist der Hebel, den wir suchen sollen. Das ist doch auch am Ende noch die Aufgabe. Oh, warte, stimmt. Warte, können wir das hier wegmachen? Nee, ne? Schade. Vielleicht geht das ja dann irgendwie. Komm, wir können das machen. Perfekt. Das war der Raum. Den haben wir komplett vergessen. Hast du daran gedacht, dass es den gibt? Nein. Ich habe komplett vergessen, dass der existiert. Okay, wie. Wo ist der Typ? Ich höre ihn. Er könnte auch links in den Gang kurz sein. Also vor uns jetzt. Ja. Ich laufe. Mach die Tür hinter dir zu, Lennart. Doch, die sind alle so drin. Jetzt machen wir jeden Schalter, ne? Ja, du bist auf die drei. Alle bis auf die drei? Ah ja, stimmt, die geht nicht. Was denn jetzt? Hebel. Wo kommt denn der Hebel rein? Nee, warte, warte. Der muss. So. Der muss so. Ist gerade vor der Tür. Woher weißt du, wie die Hebel gehen? Ich guck gerade hier auf dem Ding da. Ach, die Ding Verbindung, da. Ne? Ja. Der muss runter. Da eins hoch, hoch, runter, hoch, runter. Aber es geht doch nicht. Aber da steht auch mit Hebel. Warte mal. Ich meine, da steht ja ein. Ich weiß es nicht. 7
7 ist unten, 5 ist oben, 6 ist egal, 3 ist egal, 4 ist unten, die anderen beiden sind oben. Oder, warte. Vielleicht andersrum, rot ist das Gesperrte? Ja, das dachte ich mir gerade auch. Ja, rot war das Gesperrte. Ja, lade. So, jetzt müssen wir die Bremsleine des Zugs auf. Also müsste ich mit dem Hebel mit dir zum Zug gehen, oder was? Oh Gott, warte, aber kann ich jetzt drücken? Nee. Ach, das war oben die Tür, die ich gedrückt habe. Aber kommt jetzt ja, nicht aber hoch. Aber welcher Zug? Ist der jetzt schon wieder vor der Tür? Ich denke mal Downtown, oder? Oder Station Hub. Eins von beiden, weil es die beiden letzten sind. Okay. Und mein Handy? Das war laut. So, na los. Ich weiß nicht mal, wo die nächstgelegene Kiste ist gerade. Ja. Hast du das gehört? Ja, auf jeden Fall gerade nicht. Mein Schrei. Ja, wir haben es gleich. Ja, aber ich rechne eigentlich damit, dass uns der Boss noch einmal angreifen wird. Nein, wird er nicht tun. Nein, 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 nein. Ja, warte. Noch nein, er ist hier! Ein Viech! Oh mein Gott. Die Kiste geklaut. Nee, ich bin weiter gelaufen als die Kiste. Er kommt noch hinterher, lauf. Er steht geblieben bei mir bei der Kiste. Oh mein Gott, ich bin der anderen in die Arme gelaufen, wie so ein Held. Komm zurück, Held. Aber nee, weil du kannst. Nee, ich bin tiefer in die Ufer gelaufen. Oh, nicht schon wieder die Ufer. Du läufst immer so tief da rein. Ich bin in der Kiste in der Ecke. Na Gott sei Dank, ich hoffe, du kannst bald raus. Gerade kann ich nicht. Ich guck den Typen an. Ich höre den ich Boss. Na gut, das ist gut, dann sind wir beide gerade Kisten. Aber welcher Zug ist jetzt gemeint mit dem Hebel? Also entweder, warte, wir konnten doch mal einen Raum aufmachen, der Station Hub hieß oder so, ne? Bestimmt da. Oder der ganz vorne, also ganz hinten durch. Weil es muss ja bestimmt irgendwo anfangen. So, ich kann rausgehen. Ich frag mich, wo die letzten Router waren. Ich habe die letzten beiden immer noch nicht gesehen. Auch nicht. Wieso hat meine Herzschlag gerade? Was soll das? Ich gucke dann, glaube ich, noch in der Nähe der Kiste. Ich? Der Boss. Greift er dich an? Er war, ich glaube, kurz bei mir. Ich gehe jetzt mal ganz nach. Oh, mein Handy! Wer nervt mich denn gerade? Was? Ich mache jetzt meinen Ton aus. Was soll das? Es war richtig im angespannten Endgame-Verspiel. Ja, als ich informiere die Leute immer, ach, ich bin jetzt beschäftigt, bitte sag, schreib mir nicht an oder so, ne? Und dann kriege ich 50.000 Nachrichten. Und mein Handy ist so laut gestellt. Okay, ich bin gerade auf der anderen Seite, wo die erste Kiste ist, die wir gesehen haben. Okay, ich bin. Nein, ich sehe nicht. Ich bin quasi auf der Gegenüberseite. Die Frage ist, was machen wir an? Der eine ist nicht verbunden da hinten. Der kann es nicht sein. Vielleicht ganz vorne, wo die Computer sind, Lennart? Das Labor? Da? Beim Labor, weiß ich nicht. Könnte. Müssen wir nach, das ist der Typ. Im Dunkeln. Gehen wir nach links. Ja. Warte, was ist. Hier! Ist es das? Hier. Oh ja. Was war das denn für ein Ding, ey? Jetzt haben wir angeblich alles. Was passiert jetzt? Oh. Oh, es passieren Dinge. Oh, wir kriegen eine Cutscene. Haben es geschafft? Das waren alle Aufgaben, ne? Von dem Weg. Wir gehen rein und fahren gleich weg, oder was? Da komm ich hier alleine rein. Wir hauen einfach ab. Gar keinen Bock auf die Scheiße. Und vor allem sind wir voll laut mit dem Zug. Hauptsache lassen dieses Fabelwesen, das die Welt vernichten, aufbauen kann, da allein. Ja. Oh, ist es nicht auch besser, wenn wir es alleine lassen? Ich meine, immerhin würden wir es uns befreien. Wir fahren ihn hoch. Ja. Doch auch. Oh mein Gott. Oh. Lol. Oh, das ist das Ding, was wir gesehen hatten. Oh. Jetzt überfluten wir alles. Nice. Deswegen Wasser herstellen. Da gibt alles einen Sinn. Guck dir an, wie wir ersaufen auf das Mistvieh. Scheiß Vieh.
irgendwas mit uns? Da laufen wir jetzt auch? Ich weiß nicht. Haben wir uns jetzt umgebracht? Wir haben uns umgebracht. Was? Aber steht da, der Wächter des Grabes wurde getötet und seine Überreste verschwanden in den düsteren Tiefen der Kanalisation der Stadt. Sie haben über die Lösung des Problems berichtet und die Wissenschaftler der Erlösung kehrten zur Gruft zurück, um die Experimente fortzusetzen, ohne Angst zu haben, für ihren Verrat getötet zu werden. Ein Unfall in der Kanalisation zerstörte jedoch einen Teil der Station und ist und jetzt ist es unmöglich, an den Kalender zu gelangen. Der Tag des Gerichtes wurde nicht abgewendet und eine finstere Gottheit, die nach Zerstörung dürstet, wartet auf eine schnelle Befreiung aus den Fesseln des Sarkophags, der seine Macht fesselt. Aber das heißt also, das Ritual wäre gar nicht ihn beschwören, sondern ihn abzuwenden. Und jetzt liegt er da noch und könnte eventuell trotzdem noch beschworen werden, Lennart. Unser Weg war der selbstsüchtige Weg. Ja, alles richtig gemacht. Wir sind die Egoisten. Wir haben nur den Wächter und seine Handlanger getötet. Ach, haben die verdient. Jetzt kommt da eh niemand mehr hin. Ist alles durchgeflutet und so in 100.000 Jahren oder so geht da bestimmt jemand hin. Und dann ist das nicht mehr unser Problem. Ja, wenn da andere Kultisten hingehen. Hey, ich bin Rang 2 geworden. Mann, bin ich gut. Nice. Ich finde auch die Errungenschaft, die wir bekommen haben, super. Das Trolley-Problem. Das passt. Oh lol, das habe ich jetzt auch. Statt mehrere, ne? Es ist super. Das Trolley-Problem. Sehr gute Errungenschaft. Die habe ich gerne.